Guten Morgen. Ja, es war eine sehr frische Nacht, denn es hat ganz schön abgekühlt und ich habe meine Jacken alles wieder anziehen müssen, aber ja, es war ganz okay. Ja, wir stehen momentan demselben Problem gegenüber wie gestern Abend, und zwar, ja, der Himmel ist eigentlich komplett wolkenlos, nur ein ganz kleiner Wolkenfetzen hängt da, aber der hilft uns auch nicht wirklich. Zum Sonnenaufgang haben wir noch 20-25 Minuten und es wird schwierig, dass wir da bei diesen Lichtbedingungen, bei dieser Situation eigentlich was kriegen. Ich habe jetzt schon ein paar Fotos ausprobiert mit zwei Seen im Vordergrund. Ja, mal schauen. Wir sind mehr als genug entschädigt haben wie gestern, gegen Mitternacht mit Milchstraße und Vollmond. Vollmond war es eigentlich nicht, aber ja, war schon herrlich. Ja, jetzt warten wir eigentlich nur mehr, dass die Sonne über den Bergen aufgeht. Gegenlicht, der Versuch natürlich, einen schönen Sonnenstern zu bekommen. Und ja, ich habe jetzt da ist eigentlich eine zweite Komposition gefunden. Gestern haben wir uns ja da angeschaut, ein Panorama über das ganze Tal. Aber die Position da oben ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Man kriegt die zwei Seen drauf. Ja, der mittlere ist leider, also der linke ist leider ein bisschen abgeschnitten wieder, aber es fällt jetzt gar nicht so ins Gewicht. Schaut trotzdem ganz ausbalanciert und harmonisch aus. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist einfach der leere Himmel. Es sind nirgendwo Wolken zu sehen. Nicht einmal Schleierwolken oder irgendetwas, was die Sonne ein bisschen filtert oder ja, irgendwas, was Farbe aufnehmen kann im Himmel. Das geht einfach ab. Das heißt, es wird einfach ein langweiliger blauer Himmel. Ja. Ja, jetzt heißt es warten und ja, ich denke, wir alles vorbereiten für das Panorama. Das heißt, Kamerastandpunkt suchen, alles einstellen und dann warten. Das Panorama ist was ich unbedingt einmal auf der Speicherkarte haben möchte, und dann werden wir noch weiter herumprobieren, um weitere Einstellungen finden. Wie gesagt, der Himmel. Ja, ich habe mal soweit alles vorbereitet für das Panorama. Das Stativ und die Kamera so gut es ging in die Waagrechte gebracht. Und ja, Blende 16, ISO 160, mit denen werden wir starten. Blende 16 deswegen, der Blende 11 würde da völlig ausreichen, um da alles scharf zu bekommen. Blende 16 deswegen, wenn wirklich die Sonne hochkommt, dass ich einen schönen Sonnenstern bekomme. Und ja, würde mit Blende FA funktionieren, aber bei diesem Objektiv glaube ich, ist Blende 16 die bessere Wahl. Die andere Frage ist, wie es mit dem Dynamikumfang ausschaut, ob wir da ein bisschen Licht ins Tal kriegen oder ob das komplett ins Schwarze abtauchen wird. Ja, das müssen wir erst, das sehen wir dann, wenn die Sonne heraus ist. Warten. Schauen wir mal, was der Klaus hat. Ja, wir stehen jetzt vor einem kleinen Dilemma. Denn hinter uns wäre das Licht perfekt. Aber die Sonne kommt jetzt gerade über den Hügel, das heißt, ich mache jetzt mein Panorama. Und dann werden wir da hinten schauen, denn hinter uns ist jetzt der Hügel oder der Berg richtig schön orange und einen schönen warmen Licht. Okay. Oh ja. So, wir werden jetzt auch da zu den dritten See oben schauen und schauen. Ah, das Licht ist eigentlich fantastisch und die Spiegelung. Ah, mal schauen, ob wir da was machen können. Oh, ja. Das einzige Problem ist, es sind sehr viele Wellen, also das Wasser ist sehr in Bewegung und ich habe leider nur einen normalen Poolfilter mit und nicht. Leider nicht einen Graufilter, dass man die Belichtung ein bisschen entlang zieht, aber ja, mal schauen. Ah, jetzt rennen wir wieder herum und schauen verzweifelt nach Motiven, weil überall ist momentan interessant irgendwie. Ja, gestern, wenn wir da zu dem Platz angekommen sind, habe ich mir gedacht, eigentlich, dass dieser See da ja, eigentlich nicht wirklich Potenzial hat für irgendwelche Aufnahmen, aber dank der Sonne haben wir da eine wundervolle Reflexion von diesem Berg. Und ja, wir haben es gerade noch rechtzeitig erwischt. Jetzt ist das Licht schon ziemlich hell, aber wir haben es gerade noch rechtzeitig erwischt, dass wir dann das warme orange Licht am Berg haben. Das einzige ist, dieser Teil da ist ziemlich dunkel im Bild. Ja, das muss man in Lightroom dann noch ein bisschen aufhellen. Was ich versucht habe, ist eben den Felsen da mit hineinzunehmen und die Linie, die was da bei diesem Felsen verläuft, wollte die Kamera so positionieren, dass die Spiegelung von dieser Spitze genau da in dieser Rundung liegt, dass der Berg quasi der Form von unten von dem Felsen da folgt. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe den Poolfilter von der Kamera genommen, denn mit dem Weitwinkel auf 16 mm kriegt man immer diese schwarzen Spots. Und ich habe es entweder aussuchen können, entweder habe ich da irgendwo den schwarzen Fleck oder ich habe den schwarzen Fleck im Wasser. Deswegen habe ich den Poolfilter eigentlich komplett entfernt. Denn was ich eigentlich wollte, ist die Spiegelung und da braucht man nicht wirklich einen Poolfilter dafür. Beziehungsweise der nimmt eigentlich die Spiegelung. Genau, das, was wir eigentlich nicht wollen. Herrlich. Okay, probiere das da jetzt irgendwie da zum zeigen. Was mir gegangen ist, eben diese Form da vom Vordergrund von dem Felsen und die Form der Spiegelung vom Berg, habe ich eben probiert, dass ich die so übereinander lagere, dass sie die Spitze vom Berg genau in dieser Ausbuchtung da befindet. Eben, dass die Form des Berges der Form des Vordergrundes folgt. Und ja, ich denke, das schaut eigentlich ganz interessant aus. Wie gesagt, Polfilter habe ich jetzt vom Objektiv weggenommen, denn entweder habe ich da einen schwarzen Punkt gehabt oder ich habe im Himmel noch irgendwo so einen schwarzen Fleck. und die schaut natürlich gut aus, beziehungsweise der Polfilter hätte man auch die Reflexion eigentlich fast eliminiert, deswegen habe ich den Polfilter entfernt. Es ist interessant, man nimmt sich was vor, was man fotografieren möchte, und dann fotografiert man eigentlich komplett was anderes, als was geplant wäre. Denn wir haben eigentlich das Ziel gehabt, da herauf zu wandern und Sonnenuntergang und Sonnenaufgang von den zwei Seen da zu bekommen. Und für Sonnenuntergang wäre es perfekt gewesen, allerdings ja, haben uns einfach die Wolken gefehlt, also ist das eigentlich ein bisschen ins Wasser gefallen. Sonnenaufgang war herrlich, nur ja, wieder keine Wolken am Himmel und wegen direkten Gegenlicht von der Sonne war es dann doof, vielleicht ein bisschen schwierig, aber das muss man erst noch ansehen, wenn man die Bilder in Lightroom hat. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich von diesem See da ein Bild mache, beziehungsweise habe ich noch zwei andere Plätze entdeckt, wo ich jetzt noch Bilder gemacht habe, was ich eigentlich auch, ja, wo ich geglaubt hätte, dass da nicht wirklich ein Motiv drin wäre, aber ja, unverhofft kommt oft. Die Milchstraße in der Nacht, der Mond, das waren alles Sachen, was wir nicht geplant haben, und das, was wir geplant haben, wir haben es da fotografiert, aber ich glaube nicht, dass da recht was Großartiges entsteht. Ja. Die Sonne ist jetzt schon ziemlich hoch über den Bergen, wir haben ziemlich starkes Gegenlicht. Ich weiß nicht, ob man da noch jetzt irgendwas machen kann jetzt da. Aber ich denke, wir werden jetzt unser Camp abbauen. Dann einen heißen frischen Tee, eigentlich was frühstücken. Und dann werden wir weiter schauen, ob wir den Rückweg antreten oder ja, vielleicht ergibt sich dann das ein oder andere Bild. Vielleicht auch beim Rückweg noch. Ja, mal schauen. Wow! Okay, die Sonne. Is in a stream, the ocean called for you and me. Still, I'm in this game, but without my closest friend. It's shining through the light in you. It shines so true. Ja, das war's wieder mit diesem Mini-Open da. Wir haben unseren Lagerplatz wieder zusammengepackt, nichts hinterlassen, als wie wenn nie jemand da war. Ja, wir werden uns jetzt gemütlich auf den Rückweg machen. Denn gestern war es der letzte Teil, der was anstrengend ist, und heute ist der erste Teil, wo es ziemlich steil runter geht, und das ist mit den 20 Kilo Rucksäcken jetzt ganz so einfach. Ja, vielleicht ergibt es auf dem Weg runter noch etwas zum Fotografieren, weil das Licht ist jetzt ein bisschen schwierig. Das ist ziemlich grell schon, also jetzt nicht recht. Aber mal schauen, falls noch Bilder entstehen, seht ihr es wieder natürlich. Aber ja, war ein herrliches Wochenende, herrliche 2 Tage da mit den Klaus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye.